Ja, also ich freue mich sehr, dass ich die Patricia, oder Patricia, wie sie in New York heißt, heute durch diese Veranstaltung begleiten kann. Es gibt zwei Bücher von ihr. Ich fange damit an, dass ich aus dem Buchdeckel des ersten Buches was vorlese, weil es ist eine Metapher für die Patricia, weil dieses erste Buch ist so etwas wie eine Identitätsfindung. Und da heißt das, mir kommt das Bild eines Seils in den Sinn, das ich in den Händen halte. Ein Ende habe ich vor 10 Jahren ergriffen, als ich das Foto meines Großvaters in SS-Uniform zum ersten Mal sah. Das andere Ende, das bisher ins Leere reichte, konnte ich während der Reise zum Stammtisch von Gabi Glückselig aufnehmen. Der Kreis ist nicht geschlossen, die Sache ist nicht ganz und gar nicht rund, aber die losen Enden haben eine Verbindung bekommen. Und ich finde, das ist eine sehr schöne Metapher für deinen Versuch, sozusagen dich der eigenen Geschichte und der Geschichte des Landes in Form von bestimmten Personen und Institutionen zu nähern. Wir werden noch etwas länger darüber sprechen. Und bevor ich das mache, möchte ich noch etwas zitieren. Es gibt ja zwei Bücher, also kann man aus beiden zitieren. Und das ist etwas, was vielleicht die wenigsten dann wirklich emotional begreifen. Das ist die Stellung von Emigranten in der jetzigen Gesellschaft. Und hier an der einen Stelle heißt es, wir werden dann darüber reden, was bedeutet Wien heute für mich? Das ist eine ewige Frage. Ich glaube, es ist die Landschaft, die mir abgeht. Die Berge, die blühenden Wiesen. Es ist viel mehr visuell. Ich war weder Amerikanerin, noch bin ich irgendetwas anderes gewesen. Wie soll ich das erklären? Ich würde sagen, neither nor. Ich gehöre nirgendwo hin. Und jetzt möchte ich dazu noch eine andere, von einem ganz anderen Ende und einer anderen Geschichte, es wird dich vielleicht auch interessieren, mit der gleichen Einstellung referieren. Vor Jahren hat mir die Barbara Zeisel Schönberg, das ist die Schwiegertochter von Arnold Schönberg, Tochter von Erich Zeisler, beides Komponisten, sie ist in Los Angeles aufgewachsen, erzählt. Eines Tages als Kind hat sie ihr Vater mitgenommen in einen Naturpark in Los Angeles, in den Griffith Park. Und Barbara hat gesagt, sieh Papa, die schöne Landschaft. Und Erich Zeisel hat dagegen gesagt, das ist nichts gegen den Wienerwald. Das ist die Einstellung sozusagen der Emigranten. Eine Sehnsucht, aber gleichzeitig Angst davor. Ja, also, die beiden Bücher handeln vom Stammtisch. Der Stammtisch ist eine Institution, das wird die Patricia dann gleich erklären, wie lange es schon gibt und wer es gegründet hat und so weiter. Er geht leider nur langsam dem Ende zu, weil die letzten Überlebenden sind einiges, über 90, und ja, sehr viele wird es danach nicht mehr geben, die uns berichten können über ihre Erfahrungen der Emigration. Erzählst du was über die Geschichte des Stammtischs? Du bist, glaube ich, viel öfter beim Stammtisch gewesen als ich. Ich glaube, ja. Darüber kannst du noch vielleicht was sagen. Okay, gerne. Also den Stammtisch gibt es seit, so viel ich weiß, seit 1943. Die Leute haben sich einmal in der Woche getroffen, gegründet übrigens unter anderem von Oskar Maria Graf, der auch ein Emigrant war in New York. Und ursprünglich war die Idee dabei, es hat
Beschränkungen von Lebensmitteln während des Zweiten Weltkriegs gegeben, für den Individualverzehr gab es wenig oder gar kein Fleisch. Das galt allerdings nicht für Gasthäuser und Restaurants. Daher traf man sich einmal in der Woche in einem Restaurant einfach zum Essen. Und daraus hat sich dann so etwas wie ein Stammtisch entwickelt, mit verschiedenen, immer wieder dazukommenden Personen. Der zweite Gründer war eben der Mann von der Gabi Gückseele, ein Österreicher. Und in der Wohnung von der Gabi Gückseele fanden viele Jahre hindurch einmal in der Woche am Mittwoch eine Übereinkunft mit all den Leuten statt, die gerade vorhanden waren. Und das waren die Leute, die es in New York als Emigranten gab. Und, was das Schöne war, eine Reihe von jungen Leuten, vor allem Gedenkdiener, die sich dann dazugesellt haben. Und es hat eine wunderbare Mischung aus alt und jung gegeben. Kitty und ich, meine Frau, wir haben den Stammtisch kennengelernt, soviel ich weiß, 1908, wie wir teilweise in New York gelebt haben. 2008 danach, meinst du? 2008. 2008. Mhm. Und das hat sich so ergeben, wir waren in Austrian Forum, Cultural Forum, und haben natürlich Wiener Dialekt gesprochen. Neben uns ist ein Herr gesessen. Wer glaubst du, war das? Arnold? Nein. Einer vom Stammtisch? Ja. Kurt? Ja. Das war der Kurt Sonnenfeld und hat gesagt, ihr seid aus Wien, aus welchem Bezirk? Die wichtigste Frage überhaupt für Emigranten. Und er hat gesagt, warum kommt sie nicht zum Stammtisch? Mhm. Das haben wir gemacht und seitdem gehen wir, jetzt haben wir 2022, sofern es überhaupt Gelegenheiten dazu gibt, zum Stammtisch und gehören dazu. Und dazu gibt es natürlich unzählige Erzählungen, Anekdoten von Leuten, die du nicht kennengelernt hast. Mhm. Den Kurt hast du, glaube ich, schon kennengelernt. Mhm. Es wurde nur Deutsch gesprochen, es waren alle per Du, es waren alle zumindest Sozialdemokraten. Und erinnere mich, wir haben einmal am 1. Mai eine 1. Mai-Feier in Central Park gemacht. Und da sind wir halt dort gestanden, der Kurt ist übrigens gekommen mit dem Blauhemd der sozialistischen Jugend, sind in Central Park gestanden und haben die Internationale gesungen. Und das Interessante war, die Alten haben alle Texte bis zur letzten Strophe gewusst. Wir nicht. Ja. Also das zur Illustration über die Atmosphäre in den Stammtisch. Es war politisch, es war ein bisschen kommunikativ und es gab nationale Themen, vor allem vor Präsidenten und Senats- oder Hauswahlen. Und natürlich gab es die Situation in Deutschland und Österreich, über die man erzählen musste. Jetzt bist du dran. Womit soll ich anfangen? Hiermit? Hiermit? Nein, fang mit den Daumen. Mit der Tode, ja. Okay. Das heißt, auf das Seil kommen wir am Ende oder kommen wir später nochmal zu. Ja. Gut, also ich freue mich jetzt auch, sage auch nochmal, also ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein und bedanke mich, dass das möglich geworden ist. Es war die Idee oder der Vorschlag von Peter auch. Und es ist toll, in Wien zu sein. Es ist, ich habe ja in Wien studiert, am Max-Reinhardt-Seminar. Ein Kollege von damals ist auch heute gekommen. Das ist ganz toll. Und ein Freund. Und Interviews mit Trudi habe ich geführt im Februar 2020, es war direkt vor Corona. Und es war im Jahr, wo sie 95 geworden ist. Und wir haben dann, meine Verlagspartnerin Gabi Schnauder ist ja auch hier, wir haben dann das Buch fertiggestellt zum September 2020. Und dann, ja, da war ja schon mitten Corona, dann ging nichts mehr. Also insofern ist es jetzt auch für das Buch eine Premiere, nicht nur, dass es in Wien ist, sondern überhaupt, dass es nochmal anders das Licht der Welt erblickt als
über die Homepage oder eben so auf diesen sozialen Netzwerkwege. Genau, der Stammtisch hat dann noch weiter stattgefunden digital. Also wir treffen uns immer mal zu bestimmten Anlässen dann online und da haben wir es Trudi in die Kamera gehalten. Also Trudi ist dann jetzt eben, sie wird dann 97 jetzt im September. Und ja, ich habe mir ein paar Abschnitte rausgesucht, die ich gerne vorlesen möchte. Nachdem ich, vielleicht kommen wir noch zu dem anderen Buch, aber heute geht es ja um, Trudi ist ja die Hauptperson sozusagen heute, die Protagonistin. Es gibt eben auch Bilder in dem Buch von ihr. Wir haben uns jetzt gegen eine Projektion entschieden, aber das kann man dann hinterher sich angucken. Und es war eben eine Fotografin mit dabei, die ganz viel aufgenommen hat. Sie hat auch ja, eine sehr besondere Wohnung, also nicht nur, dass der Stammtisch bei ihr stattfindet, weil sie viel Platz hat in ihrem Penthouse in Yorkville, sondern sie ist ja Künstlerin, auch hat ein Atelier, hat Schmuck designt, jahrzehntelang und irgendwann, als ihre Hände nicht mehr mitmachten, 2014, als ich sie kennengelernt habe, da war das so, die Zeit des Umbruchs hat sie angefangen zu fotografieren und ja, und ihre Wohnung ist ein Sammelsurium an Schmuckstücken, an Steinen. Sie hat immer noch die Werkstatt eingerichtet, das Schlafzimmer hat sie gleich, als sie eingezogen sind, in die Wohnung zur Werkstatt umgestaltet. Und ja, man kann sich da gar nicht satt sehen an Besonderheiten. Dann hat sie eine große Terrasse, wo man auf den Hudson River sehen kann und exotische Pflanzen, wunderbare Gebilde sind da. Und eben das hat Silke versucht ein bisschen einzufangen, also ein kleiner Ausschnitt davon ist hier abgebildet. Und es erzählt natürlich nicht nur, weil es schön und besonders ist, sondern es erzählt auch viel über sie. Also es hat sich natürlich ergeben dadurch, dass ich sie kennengelernt habe, dass ich sie gefragt habe, ob ich ihre Geschichte erzählen kann, ein Buch daraus machen kann. Das wurde gefördert vom Österreichischen Nationalfonds übrigens und da ist leider heute keiner hier, weil die Simon Wiesenthal-Medaille verliehen wird im Parlament. So unsere eine unserer Konkurrenzveranstaltungen und am Max-Reinhardt-Seminar, habe ich gehört, ist heute gerade eine Ausstellungseröffnung. Also irgendwie so ist es, aber genau, es war schön, dass das gefördert wurde und ich habe sie gefragt, sie hat sich gefreut und ich denke, wir haben 3 Tage zusammen gesessen, von morgens bis abends mit Pausen, aber sie ist wirklich nochmal eingetaucht in die Tiefen ihrer Erinnerungen und war sehr tapfer dabei und danach war sie dann auch wirklich, also sehr nachvollziehbar, sehr erschöpft. Und ich bin, ja, es ist einfach schön, dass wir das zusammenbekommen haben. Genau, also, ja, also, dass sie den Stammtisch dann übernommen hat, als Gabi glückselig starb. Ja, 2015 war das, glaube ich, weil sie eben ihre Wohnung zur Verfügung gestellt hat und dass es überhaupt weitergehen kann, das haben wir erzählt. Und immer, wenn ich dann mit ihr telefoniert habe, dann hat sie gesagt, ja, vor oder nach dem Stammtisch, ach, es waren wieder so viele Leute da oder es kommen wieder so viele, es sind so viele angemeldet, ich muss es jetzt mal begrenzen, weil es stresst mich einfach und es wird mir langsam zu viel. Und dann, auch als ich dann wieder da war, es kamen dann doch alle und sie hat dann an ihrer Tür, ist eine sehr kleine, also lustig, wenn wir nebeneinander stehen, eine sehr kleine Frau an ihrer Tür in ihrem Apartment gestanden und allen mit blitzenden Augen gewunken, also sie ist dann doch wirklich immer mitten drin gewesen, sie lebt ja noch, aber ja, wer weiß, wie es jetzt nach Corona weitergeht. Also ich habe jetzt nochmal die Aufnahmen abgehört, man stelle sich die Stimme einer 95-jährigen Wienerin vor, ich habe zwar Schauspiel studiert, aber ich versuche es überhaupt nicht da irgendwie, ich lese es einfach mit meiner norddeutschen Zunge, das ist natürlich ganz anders, aber so ist es. Erstmal noch einen Schluck Wasser. Ich bin am 20. September 1925 in Wien geboren und im 13. Bezirk aufgewachsen. Wir hatten einen herrlichen Riesengarten. Es war wie ein Park. Der Besitz hat meinem Großvater gehört. Er hatte ihn für meine Mutter gekauft. Ich erinnere mich ganz genau an den Garten. Ich hatte eine ganze Menagerie von Tieren, unter anderem auch Hühner und einen Hühnerstall. Darin war die Glucke, die ich so getauft hatte und mit der ich immer spazieren gegangen bin. In Hietzing bin ich in die Grundschule gegangen. Das habe ich sehr ungern getan. Angeblich habe ich gesagt, ich muss hier ja nichts mehr lernen, ich weiß ja schon alles. Nur kochen muss ich noch lernen. Dazu muss man sagen, sie hatten eine Köchin,
die, wie sie erzählt hat, häufiger Artischocken gekocht hat und diese wunderbar geputzt hat und kunstvoll zusammengesetzt. Das erste Geschäft in meinem Leben habe ich mit der Besitzerin einer Tierhandlung gemacht. Und zwar habe ich ihr erzählt, ich hätte viele Gläser voller Goldfische und fragte, ob sie daran interessiert wäre. Wir hatten einen Springbrunnen, der geleert werden musste für den Winter, und darin waren tausende winzige Goldfische. Wenn sie geboren werden, sind sie ganz schwarz, lange nicht so schön, wie sie dann später im Leben werden. Die Besitzerin der Tierhandlung gab mir darauf einen Kredit. Und so bin ich mit den fürchterlichsten Tieren nach Hause gekommen. Meine Mutter war sehr generös, nur bei weißen Mäusen hat sie sich gewehrt. Da ich ein freies Konto hatte, bin ich mit Salamandern und verschiedensten anderen Tieren nach Hause gekommen, und niemand konnte etwas dagegen sagen, denn es war ein Geschäft. Und ich war sehr stolz darauf. Mein Vater hat ein Textilgeschäft im ersten Bezirk gehabt. Ich habe ihn nicht sehr viel gesehen, er ist immer nur am Abend nach Hause gekommen. Meine Mutter war sehr schön. Sie hatte ein bisschen ausgeschaut wie die Ingrid Bergmann. Es stand auch ein Foto, oder steht auch ein Foto in ihrer Wohnung aus den Jugendjahren von ihrer Mutter. Sie hieß Anna Friedländer, nach der Heirat hieß sie Epstein. Meine Eltern haben sich scheiden lassen, wie ich noch ganz klein war, etwa 4 oder 5 Jahre alt. Ich hatte eine sehr gute Beziehung zu meiner Mutter. Sie hat Keramik studiert an der Kunstgewerbeschule in Wien. Was immer ich an künstlerischer Begabung habe, habe ich von ihr übernommen. Sie hat 4-mal geheiratet und ich habe mich mit all meinen Stiefvätern sehr gut verstanden. Meine Mutter war auch im Alter noch sehr schön. Mein erster Stiefvater Gutti, der hat Gutmann geheißen, war aus Wien. Der letzte war Auge, Felix Augenfeld, ein sehr guter Architekt, ebenfalls aus Wien. Da ist noch eine kleine Seitennotiz. Felix Augenfeld war 1931 nach London und schließlich nach New York emigriert. In Wien hatte unter anderem die Familie Freud zu seinen Auftraggebern erzählt. Er hat den Schreibtischstuhl für Sigmund Freud entworfen. Seine Heimatstadt besuchte er nicht wieder, zutiefst gekränkt, dort nie wieder offiziell eingeladen gewesen zu sein. Er starb im 91. Lebensjahr in New York. Ähnlich wie der Stammtisch hat sich in Amerika bei meiner Mutter und dem Gutti ein Immigrantentreffen etabliert. Jeden Sonntag war Open House und das war in den Suburbs etwas Besonderes. Die Scheidung meiner Eltern war ein Trauma. Ich habe den Vater sehr geliebt und plötzlich hat man mir so ein Märchen erzählt, dass er näher an der Stadt leben wollte. Wir sind in dem Haus von meinem Großvater wohnen geblieben. Ja, so ist das Buch auch eingeteilt. Also erstmal, dass sie aus ihrer Kindheit erzählt, dann von der Jugend. Und 1938 wollte ein Nazi-Bonze die Villa haben und sie sind ausgezogen in den ersten Bezirk, in die innere Stadt, als sie Teenager war. Und dann ging es ja auch schon relativ bald los, dass sie die Schule verlassen musste und ihre Freundinnen den Kontakt mit ihr gemieden haben und sie alleine, also zu Hause geblieben ist. Und dann sagt sie, ihr kennt bestimmt oder habt bestimmt schon viele Geschichten davon häufig gehört. Eine Geschichte habe ich oft erzählt. Ich bin auf dem Weg zu den Großeltern allein am Heldenplatz vorbeigegangen. Und da war ein kreischender Hitler, der vor sich hingeschrien hat. Das ist ganz real in meiner Erinnerung. Aber vielleicht habe ich es mir auch so zurechtgelegt, nachdem ich diese Szene in einem Film gesehen habe. Ja, dann kam der Anschluss eben, wie gesagt. Und und dann gibt es eben eine Geschichte, also wir haben heute Mittag nochmal drüber gesprochen, die Immigrationsgeschichte von Trudi ist sehr besonders und vor allem eben ist sie eine sehr privilegierte Person gewesen. Das kommt jetzt auch nochmal ein bisschen im Laufe der Zeit heraus. Und ja, wie jede Geschichte, finde ich, ist sie sehr besonders und erzählenswert. Ja, also wie sie emigrieren musste, 1938 war sie 13 Jahre alt. Und das Erstaunliche bei der Trudi war und ist, sie hat nie bedauert, aus welcher unheimlich privilegierten sozialen Stellung sie in Wien entrissen worden ist. Das Haus, in dem sie auch aufgewachsen ist, du hast gerade darüber gesprochen, es war eine riesige Villa in Hitzing, die ihren Großvater gehört hat. Das war ein Textilgroßhändler mit dem Namen Löwel, wenn ich mich erinnere. Dort haben ihre Mutter und Vater und so weiter, und
zur Illustration, wie bevorzugt diese Gesellschaft war, hat sie einmal erwähnt, die Möbel wurden von Josef Frank entworfen. Das heißt, Josef Frank hat zu der damaligen Zeit vor allem sozusagen jüdische Großbürger mit Häusern, Einrichtungen bedacht. Und ist es ein Zeichen für die unheimliche Privilegiertheit, in der sie aufgewachsen ist. Angeblich, und das steht ja, was du schreibst in dem Buch oder was sie erzählt hat, hat es einen riesigen Garten dahinter gegeben. Gut, das Wort riesig bei Kindern muss man immer aufpassen, weil alles schaut riesig aus, wenn man sozusagen hinausgehen kann. Es kann durchaus etwas kleiner gewesen sein, aber es war sicher fast parkähnliches Gelände, das die Villa umgeben hat und das natürlich dann von den Nazis arisiert worden ist. Sie hat nie darüber gesprochen, wie eine Restitution dieses Hauses ausschauen hätte können. Zu dem Haus kommt auch gleich noch eine Geschichte. Jedenfalls noch vor der sogenannten Kristallnacht wurde ihr Großvater arretiert. Er wurde nach Dachau geschickt und war monatelang dort. Bis meine Mutter erfahren hat, dass es jemanden bei der Gestapo in Berlin gibt, der bestechlich ist. Mit allem, was sie an Bargeld auftreiben konnte, ist sie ganz allein nach Berlin gefahren, hat diesen Mann aufgesucht und ihm das Geld gegeben. 2 Tage darauf, sie war wieder in Wien, ging plötzlich das Telefon. Da war mein Großvater schon am Bahnhof. Der Nazi hat was für sein Geld getan. Ja, und dann hat die Familie, als mein Großvater aus Dachau zurückgekommen ist, bekamen die Großeltern alle Papiere. Eine Verwandte meiner Großmutter hat uns geholfen, es war wie ein Wunder. Diese Frau hat herausgefunden, dass wir Visa brauchten. Sie hatte viel Geld und hat uns unzählige Affidavits ausstellen lassen. Ja, und dann sind sie über die Schweiz nach Amerika gekommen. Mit dem Schiff natürlich, dann nach Amerika gefahren und sind in Kalifornien gelandet. Ja, es sind eben auch, finde ich, so eine Reihe von Perlen in ihrer Geschichte. Und eine davon ist dann, wie sie mit ihrer Mutter, über die Eltern waren ja dann geschieden, wie ihre Mutter sich und die Kinder über Wasser gehalten hat. Sie hatte eine Frau kennengelernt, schon auf ihren Reisen, eben als privilegierte Frau, eben die Mutter in Italien, Mrs. Keck hieß die, aus Kalifornien, die gesagt hat, wenn Sie mal in Amerika sind, müssen Sie unbedingt vorbeikommen. In dieser Situation dann, nachdem Sie in New York gelandet waren, haben Sie das gemacht, sind Sie nach südlich von San Diego dahin gefahren, haben bei der gewohnt auch. Und meine Mutter hat dort am Strand wunderschöne Meerespflanzen gefunden. Sie war ja immer künstlerisch sehr begabt und sie hat beschlossen, daraus einen Lampenschirm zu machen. Diese Meerespflanzen waren ganz zart und wenn man sie gegen das Licht gehalten hat, hatten sie eine fantastische Farbe, ein tiefes Rot. Diese besonders zarte Art der Meerespflanzen gibt es nur dort. Es war ein Familienprojekt, wir haben alle daran gearbeitet. Meine Mutter hat mit einem Lack die Seaweeds bearbeitet und ich habe mit einer Zange die Löcher gemacht. Niemand in unserer Familie hatte je einen Lampenschirm gemacht. Mit Bast wurde das dann befestigt. Meine Mutter war vollkommen Feuer und Flamme. Und sie hat den fertigen Lampenschirm in einen Giftshop gebracht und als nächstes kam ein Telefonanruf, beziehungsweise der Brief, aus dem zitiere ich dann jetzt, kam auch ein Brief im Dezember 1939 an ihre Mutter. Nach der Heirat mit Walter Gutmann de Carmel nannte sie sich Anna de Carmel, aus dem White House, Washington. My dear Mr. Carmel, I was glad to have your note telling me that you made the lampshades which I purchased. I think they are lovely. Very sincerely, yours, Eleanor Roosevelt. Und insofern ist ein gutes Geschäft daraus geworden. Genau, dann sagt sie, dass in Wien hatten wir immer schon eine sehr moderne Einrichtung mit dem Josef Frank, der Beppi genannt wurde, ein Freund der Familie. Und die Geschichte mit dem Haus ist dann eben nochmal, dass sie sagt, dass es nicht hundertprozentig verbrieft. Es gab einen Gärtner für diesen Park, der ein Ober-Nazi war oder sich rausstellte und der dann in dem Haus gewohnt hat, als die Familie, oder dann später, nach dem Krieg. Und ihr Bruder hatte sich angekündigt, dass er zurückkommen will und sich bei dem Ponzenberger, hieß der, glaube ich,
an den Kragen will. Und der hat aber irgendwie eine Warnung bekommen vorher, und als der Bruder dann kam, ist das Haus, war das abgebrannt. Ja. So hat sie die Geschichte erzählt, und dann gab es, also es steht auch eben tatsächlich nicht mehr. Ja, was du nicht gesagt hast, die Stadt in Kalifornien, das ist San Diego. La Jolla, glaube ich. Ne? Ich glaube, man spricht das La Jolla aus. San Diego, das ist eine Halbinsel, da gibt es also eine Universität dort, die ist unheimlich schön, die Gegend. San Diego ist 30 Kilometer nördlich von der mexikanischen Grenze. Die Nachbarstadt ist Tijuana. Also unheimlich gutes Klima dort. Es ist voll mit exotischen Pflanzen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das sehr eindrucksvoll war. Ja, bestimmt, genau. Ja, und jetzt nochmal zu dem Schlüsseln. Wir hatten vorhin schon dieses Thema Schlüssel, die es vielleicht auch in anderer Form gibt. Ich habe sie bei Trudi das erste Mal entdeckt, und Gabi hat sie dann, also meine Verlags-Gabi hat sie dann ausgesucht für das Cover von Unterwegs zu Gabi Glückselig. Also die ganze Wand ist voll in Trudis Wohnung, und ja, da hatte ich sie schon besucht. Und sie erzählt die Geschichte dazu, die kam von ihrem Großonkel, mütterlicherseits, der sie ihrer Mutter mitgegeben hat. Und aus irgendeinem Grund hat die Mutter die nie ausgepackt, diese Schlüssel. Und am Tag, als ihre Mutter gestorben ist, hat Trudi den Karton geöffnet und hat sie aufgehängt. Und der Onkel ist umgekommen, er hatte alle Papiere, aber er hat sich geweigert, wegzugehen. Ihn mochte ich besonders gern, vielleicht weil er auch so ein Sammler war. Es wurde nie darüber gesprochen, was mit ihm passiert ist. Es wurde verschwiegen. Man wollte mich wohl schonen. So. Ja, und dann, finde ich, gibt es etwas, was sehr bemerkenswert ist. Das hatte sie auch schon beim ersten Mal, als wir das Thema Judentum beim Stammtisch auftauchte, oder was für ein Verhältnis hat jeder Einzelne dazu, gesagt, er erzählt, dass sie getauft wurde. Ihr Vater hatte sie dann aus, einfach weil er nicht wollte, dass irgendwas jemals wieder passieren könnte, taufen lassen in New York, kirchlich taufen lassen. Und ich sehe es ganz klar, in der Kirche, ich wusste, dass es Weihwasser ist, und mir war das Ganze nicht sehr geheuer. Dann hat man mir ein Certificate in die Hand gedrückt. Ich war jetzt ein Mitglied der Riverside Church. Das war eine hoch angesehene Kirche. Gut, die mussten dann in die Sunday School und so weiter. Und sie sagte, dieses Stück Papier, wo drauf stand, you are a member of Riverside Church, hat immer in meiner Tasche gebrannt. Es war etwas, das mir im Weg war, das falsch war, weil ich keinerlei Gefühle für diese ganze Taufgeschichte hatte. Dann musste noch der Name geändert werden. Epstein war einfach, passte nicht in die Church, und deshalb wurde Elmer daraus. Und sie war schockiert darüber. Und dann war sie im College später und hat dort einen Rabbi kennengelernt, der ihr gesagt hat, also dem sie diese Geschichte erzählt hat, und der hat gesagt, du musst zu diesem Reverend gehen. Was sie gemacht hat, ist der Einzige, der da was machen kann. Und sie ist mit zitternder Hand dann dahin gegangen, und er hat gefragt, would you like me to tear it up? Und dann hat er es zeremonienmäßig zerrissen. Er war nicht nur ein Churchman, er hat sich als wirklicher Mensch erwiesen. Zuerst habe ich ihn gehasst und schließlich bewundert, dass er das gemacht hat. Später habe ich geheiratet, und so hat sich die Namensfrage, hatte sie gar nicht mehr existiert. Ja. Und, also selbst die Emigration, der erste in New York, war ein bisschen privilegiert, nämlich gewohnt haben sie nicht in Manhattan, sondern in Riverdale. Mhm. Das ist nördlich von Manhattan. Das ist eher sozusagen eine Villen- und bevorzugt von wohlhabenden Gegend. Das ist Riverdale. Und erst dann später mit der Heirat und der Kauf der Wohnung, die heute wahrscheinlich etliche Millionen Dollar wert ist. Die damals aber, sagte sie nicht. Damals noch nicht. Ist sie dann nach New York, also nach Manhattan gezogen, und das ist an der East Side von Manhattan. Ja, es gibt ein Foto im Internet von Trudy auf einem Pferd, wo sie im Central Park reitet, in so einer Uniform. Also das illustriert auch ihre sehr besondere Position. Ja, und dann zum Thema Judentum.
Das ist auch ein extra Kapitel natürlich. Und dann sagt sie, in der ganze orthodoxe Gruppe im zweiten Bezirk, hatte sie in ihrer Jugend oder Kindheit, Jugend gar nicht mitbekommen, weil sie am anderen Ende in Hietzing gewohnt haben. Es hat für sie nicht existiert. In meiner Familie hat man über die Polischen gesprochen. Das war nicht sehr freundlich. Und Hebräisch habe ich nie versucht zu lernen. Es ist eine unmögliche Sprache, sagt sie. Ich versuche es auch gerade zu lernen. Ich finde es auch unmöglich. In Israel hat mich etwas negativ berührt. Also kann ich auch erzählen kurz. Sie war in Mea Shearim und war bedeckt, bekleidet und ist da spazieren gegangen und wurde angespuckt. Mitten, also nicht neben sie, sondern mitten ins Gesicht. Und dieses Erlebnis hat mich für den Rest meines Lebens geprägt. Mit Orthodoxen will ich nichts zu tun haben. Ich mache einen weiten Bogen um sie. Hier auf der Lexington Avenue habe ich eine orthodoxe Synagoge und ihr Mann, den sie geheiratet hat, der 30 Jahre älter war als sie und starb, als sie 50 war, der gehörte zu dieser Synagoge. Und ihr war der Rabbi aber nicht geheuer und auch heute mag sie den noch nicht. Also sie geht immer noch nicht in die Synagoge. Erst als ich getauft wurde, ist das Jüdische aus mir herausgekommen. Ich bin so straightforward, manchmal zu sehr, dass ich mich dagegen gewehrt habe, war mehr gegen das Prinzip. Jedes Jahr werde ich jüdischer. Ich meine es nicht ganz ernst. Ich werde nicht orthodoxer, Gott behüte. Diese Community widert mich eigentlich an, weil sie so altmodisch ist. Ich will nicht dazugehören. Doch ich werde bewusst jüdischer. Wenn ich irgendwo hingehöre, dann gehöre ich zu den Juden. Das ist mir logischerweise durch die Nazi-Zeit viel klarer geworden. Ja, also als Zwischengeschichte zum nächsten Buch. Ich möchte noch erzählen, du warst ja da noch nicht dabei, über die Atmosphäre beim Stammtisch. Einmal im Monat sind zwei ältere Herren in einer winzigen Küche gestanden. Das war der Kurt Sonnenfeld und der Arnold Schönberg-Kreisle, übrigens der älteste Enkel von Arnold Schönberg, und haben Palatschinken gemacht. Und die Palatschinken mussten mit Marillenmarmelade gemacht werden, klarerweise, weil sonst ist es nicht Wiener Standard. Und die Kitty und ich haben also ein paar Mal eine selbstgemachte Marillenmarmelade aus Wien mitgebracht, genau für den Zweck der Herstellung von Palatschinken beim Stammtisch. Das will nur zeigen, dass wie unheimlich freundlich und bemüht diese Atmosphäre dort war. Man hat diskutiert, man hat geredet. Und in der Zwischenzeit haben die zwei Palatschinken gemacht, haben mitgeredet und dann hat jeder sozusagen zum Abschluss noch eine Palatschinke mit Zucker bestaubt bekommen. So, und ich, dann kurz, darf ich noch kurz was anfangen? Achso, da willst du noch zu Trudi was sagen, weil da wollte ich auch kurz was, bevor wir schwenken. Dann, es hat natürlich eine Reihe von wirklich äußerst interessanten Personen gegeben und gibt sie noch teilweise. Über eine weitere sehr eindrucksvolle Frauenperson wird die Patricia jetzt dann noch erzählen. Manche sind natürlich durch das Alter bereits geprägt. Ich meine, wenn man so 95 und so ist, andere überhaupt nicht. Und das ist das Erstaunliche. Eine Person, die es gibt, das ist die Marion House. Marion House ist sozusagen ein Zwitter in der Sprache. Sie stammt aus Berlin, war allerdings mit einem Wiener verheiratet, hat daher sozusagen von beiden Welten alles mitbekommen. Die Marion ist 97, fährt doch immer mit dem 99 Auto. Ist sie schon geworden. 99. Fährt doch immer mit ihrem Auto einkaufen. Sie wohnt in Rövertel, geht täglich schwimmen. Es gibt ein Schwimmbad in dem Haus, wo sie gehen. Ist äußerst aktiv in allen Angelegenheiten. Bewundernswert, muss ich sagen. Du wirst jetzt über die Miriam was erzählen. Ja, ja? Sehr gerne. Komm, ich wollte noch kurz zum Abschluss zu Trudi sagen, weil eben das, finde ich, ist auch noch so besonders an ihr, diese unglaublich positive Einstellung. Und das sagt sie auch zum Schluss, eben nach dem, was du schon zitiert hast, dass sie nirgendwo wirklich hingehört. Aber ich habe es immer zustande gebracht, dass ich in meinem Leben etwas Positives draus gemacht habe. Mir geht es sehr gut, sagte sie, eigentlich beneide ich mich selber. Deswegen natürlich. Und das finde ich, zeichnet sie auch aus. Sie hat diesen
dieses verschmitzte Gesicht und einen unglaublichen Humor. Und ist eben ja schon sehr, sehr lange verwitwet und alleine, was ihr aber auch scheinbar ganz gut gefällt. Jetzt nicht mehr, jetzt hat sie jemanden, eine Pflegerin, die bei ihr wohnt. Aber diese positive Einstellung ist einfach unglaublich. So, sehr und besonders. Jetzt kommen wir zum Seil. Ja? Zum Seil, genau. Ja, das heißt, soll ich auch ein bisschen erzählen? Oder ja, auch wie ich. Nein, erzähl einfach, wie du dazu gekommen bist. Wie ich dazu gekommen bin. Das ist ja das Faszinierende dran. Ja, ja, also. Ich bin ja auch, also ich habe Schauspiel in Wien studiert, aber bin auch systemische Familientherapeutin und dazu gehört, dass man nicht nur bei anderen Familien drauf guckt, sondern natürlich auch auf die eigene und sich da auseinandersetzt. Und dann habe ich immer mehr ein bisschen, habe ich immer mehr gegraben oder gar nicht so viel gegraben. Ich habe meine Eltern gebeten, mir Fotos mitzubringen eines Abends und dann hat meine Mutter so eine Auswahl gehabt von Bildern und dann habe ich eben mir eins rausgefischt und habe gesagt, wer ist denn das? Ein junger Mann in Uniform und das war eben mein Großvater, den ich nur also wenig gekannt habe, als ich 5 Jahre alt war, ist der gestorben. Und er hatte eben diesen Totenkopf auf der Uniform, auf dieser Mütze. Und das war ein Schock. Also ich, es wurde immer so ein bisschen gesagt, ja, der war ja irgendwie, hat ja irgendwie ein bisschen mitgemacht oder so, aber nicht, also nicht mal so. Irgendwie hatte ich das Gefühl, da war was. Ich wusste nie was und das, ja. Und mich hat aber das Thema Holocaust, weiß nicht, vielleicht jedes Kind, was Anne Frank liest, beschäftigt dieses Thema oder seit so einer Lektüre oder dem ersten Zusammenkommen, ich weiß es nicht. Meine Mutter zum Beispiel, das taucht ja auch auf, die hat mich geweckt, als ich 13 war, glaube ich mal, irgendwie abends spät. Und hat gesagt, du musst kommen im Fernsehen, sieh dir das an, das musst du dir und mein Bruder, das müsst ihr euch ansehen. Ihr müsst wissen, was wir gemacht haben. Und das waren dann eben diese Schwarz-Weiß-Bilder von die Dokumentation aus den Konzentrationslagern. Und also spätestens da hat sich diese Geschichte auch auf meine Schultern gelegt. Und ich habe gespürt, irgendwas habe ich damit zu tun, ich weiß noch nicht wie oder was. Ja, und dann habe ich immer mehr weiter geforscht, aber es lief eben auch ein bisschen parallel. Es war jetzt nicht so, dass ich dachte, weil ich meinen Großvater dieses Bild gesehen habe, muss ich unbedingt nach New York. Es hat sich so ein bisschen, manchmal fügen sich Dinge so zusammen, so ein bisschen auch wie ein Mosaik. Also ich hatte ein Buchprojekt, hatte sich verschoben und mein Mann letztlich war das, der gesagt hat, fahr doch nach New York. Wir waren kurz vorher mal für einen Wohnungstausch in New York gewesen und hatten so ein jüdisches Altersheim, an dem sind wir immer vorbeigegangen, zum Central Park. Und sprich mit den Leuten da und nimm das auf, wer weiß, was man daraus machen kann. Und das hat dann so in mir weitergearbeitet und ich habe gemerkt, das spricht mich an, ich möchte das gerne machen. Und habe dann eine Freundin gefragt, die Therapeutin ist, die im Alter meiner Mutter ist, also jetzt 80 wird auch. Und die in Israel gearbeitet hat mit Überlebenden. Und wir sind dann zusammen, haben zusammen diesen Plan weiter ausgeheckt. Und dann habe ich Leute kennengelernt in Hamburg, gibt es das Institut für die Geschichte der deutschen Juden. Eine Freundin war mit einer Mitarbeiterin befreundet und die kannte den Stammtisch und hat mich dahin empfohlen. Und dann habe ich eines Abends Telefonnummern bekommen, angerufen bei einer Frau, Mirjam Merzbacher, die es einen großen Teil auch in diesem Buch geht. Und sie sagte, hat mich gefragt, warum ich interessiert bin und aber auch gesagt, jeder kann zum Stammtisch kommen, das ist offen, wen es interessiert. Und dann hat sie auch gleich gesagt, sie möchte mich zu sich nach Hause einladen, also uns. Ich bin dann ja mit der Heidi hingefahren. Und das haben wir auch gemacht und Mirjams Geschichte ist jetzt ganz anders als Trudis eben. Sie stammt auch aus Berlin, wie die Marion, ist jetzt 97 und ihr Bruder ist in Mauthausen ums Leben gekommen und ihr Vater in Auschwitz. Und sie war in Theresienstadt mit ihrer Mutter und ihrer Großmutter und sind dann nach dem Krieg, nach der Befreiung, auch auf Umwegen nach New York gekommen. Und sie hat uns in ihre Wohnung eingeladen und es hat sich eine sehr besondere Beziehung entwickelt. Und sie hat viel von ihrer Geschichte erzählt und das ist eben auch etwas, eigentlich, ja, eine Merkwürdigkeit, dass
Ich glaube, ich habe dann ihren Sohn kennengelernt, ich treffe am Freitag ihre Enkelin, also ich habe ein bisschen die Familie kennengelernt, die Nachkommen auch. Und ihr Sohn sagte, sie hätte nie so viel erzählt zu Hause. Und uns hat sie ihre ganze Geschichte oder viel von ihrer Geschichte erzählt, Bilder von ihrem Bruder gezeigt, mit denen sie ein sehr, sehr, sehr enges Verhältnis hatte und war sehr emotional. Und manchmal ist es vielleicht so, dass man eben mit Leuten, die gerade nicht aus der eigenen Familie sind, besser was loswerden kann oder was erzählen kann, als wenn es, ja, einfach weil die Distanz da ist. Ja, und so hat sich das, hat sich diese Freundschaft oder ja, diese Freundschaft entwickelt. Und wir haben sie dann, sind dann nochmal wiedergekommen, weil du das sagtest, zum Stammtisch 2016, eine Woche vor der Wahl, der Präsidentschaftswahl, oder ein paar Tage war das, ich glaube sogar zwei Tage oder so, bevor Trump gewählt wurde. Und da war Miriam, glaube ich, schon gar nicht mehr dabei, weil da war sie schon in Boston im Heim. Aber da war jetzt nochmal zum Stammtisch zurück eine sehr angeregte Diskussion. Marion sagt ja ein bisschen, naja, es ist jetzt so, früher war es sehr anspruchsvoll beim Stammtisch, heute ist es nur noch ein Kaffeeklatsch, die 99-Jährige sagt es. Aber also so wie ich es erlebt habe, wird trotzdem, alle lesen Zeitungen und man redet über die aktuellen Sachen. Und da war auch schon die Sorge da, dass möglicherweise Trump Präsident wird. Und ja, genau, so ist das dann dorthin gekommen. Ja, und du hast es mit dem Seil zitiert, das war tatsächlich so, nachdem ich das erste Mal vom Stammtisch 2014 dann nach Hause kam, hat mein Mann mich gefragt, hat, natürlich haben wir gesprochen, wie es war, und er sagte irgendwas, ich wirke verändert, das war natürlich wirklich sehr, sehr eindrucksvoll auch, aber ob mich das so berührt hätte oder ob ich das Gefühl hätte, es hätte auch was mit meiner Geschichte zu tun, es hat einerseits nichts mit meiner Geschichte zu tun und andererseits eben, ja, eben deshalb habe ich diese Metapher gewählt. Es hat etwas in Bewegung gebracht von, also jetzt mache ich nochmal einen Sprung, ich kann nämlich, ich finde auch kein Wort dafür, was es in Bewegung, es hat etwas in Bewegung gebracht, aber was eben wirklich sehr besonders war für mich, als ich dann zum Stammtisch gekommen bin, und da muss jeder sich vorstellen, jeder, der neu ist. Und dann habe ich gefragt, stellt sich denn jeder hier vor? Und da war Trudi, war das, glaube ich, so ganz empört, hat die gesagt, Quatsch, wir kennen uns doch schon alle 100 Jahre, wir stellen uns nicht mehr vor. Also, okay, war ich dann dran und Heidi. Und ich bin dann wirklich, denke mal, ich bin aufgestanden, ich bin nicht aufgestanden, aber es war so ein bisschen, ich war so ein bisschen aufgeregt und habe gedacht, wie nehmen die jetzt meine Geschichte auf hier? Ich komme hier als Nazi-Enkelin, und Heidis Vater war bei den Nürnberger Prozessen angeklagt, ich weiß nicht, ob sie das erzählt hat, aber, und sie ist in der Nähe von Auschwitz aufgewachsen als Kleinkind, also ja, und es wurde, ja, ich wusste nicht, die Leute haben zugehört und haben geschwiegen, es wurde nicht beurteilt oder kommentiert. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich bin da als Mensch, wie ich heute bin, und so wie Miriam auch gesagt hat, das habe ich auch zitiert, die Enkelgeneration ist nicht mehr, ja, also kann man nicht für die Schandtaten ihrer Großeltern verantwortlich machen. Und ich hatte eine Lesung mit dem Buch in Tel Aviv beim Goethe-Institut, und da kam eine Frau auf mich zu, eben auch in diesem Alter ungefähr, die, ich glaube, in Dachau gewesen ist, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, aber die sagte zu mir, Sie haben es sehr schwer und Sie haben nichts damit zu tun. Und das fand, also, ja. Ja, also ich fand es absurd, dass erstaunlich natürlich, dass jemand mit so einer Geschichte mir sagt, ich habe es sehr schwer. Aber eben natürlich auch eine Entlastung, dass es weitergeht. Und Miriam zum Beispiel, deren, das ist ja eben auch so verrückt, die sind ausgewandert, die Familie, die mit der Großmutter und der Mutter immer in Amerika geblieben, dann auch bis zum Schluss. Und ihre Tochter hat jetzt wiederum ihre Enkelin, einen Österreicher, geheiratet. Und bei der Hochzeit habe ich die Enkelin gefragt, als wir sie mal hier in Wien getroffen haben. Da saß sie dann neben der Großmutter ihres nichtjüdischen Mannes und hat mit der zwar gesprochen, aber das war schwierig für sie. Mit Menschen ihrer Generation, einfach wo sie nicht wusste, wo die vielleicht war, so auf welcher, also genau, das war einfach schwierig. Ja, aber ich finde diese Begegnung, ich kann sagen, das hat was auch von, also für mich auf jeden Fall auch was, na, Identität, möchte, aber auch was Heilsames. Ich möchte dich jetzt noch unterstützen bei deinen Reden. Das Schöne an dem Buch, zumindest der erste Teil über die Miriam, ist es eine wunderbare Geschichte, aber
es ist jeder Meter dieses Seils bei dir beschrieben. Mhm. Ja? Und das finde ich das ganz Tolle daran, sozusagen, wie komme ich aus einem bestimmten Eck der Geschichte in ein anderes Eck, das mir vollkommen unbekannt ist. Ja? Und das finde ich nett, sozusagen, das ist wie ein Tagebuch des Selbstfindens da drinnen. Nun jetzt zur Miriam, die wir natürlich auch sehr gut gekannt haben. Sie war übrigens in Theresienstadt. Ja. Ja. Wir haben sie einmal besucht und gemeinsam übrigens mit der Trudi. Mhm. Und was uns sofort aufgefallen ist, es war eine sehr schöne Wohnung mit ganz tollen Bildern. Ja. Und da hat es deutschen Expressionismus gegeben, Schmidt-Rottluff und so weiter Liebermann. Und so fort. Das war Max Liebermann. Also es war faszinierend. Und dann hat sie erzählt, dass diese Bilder in Amsterdam oder wo da in Holland von irgendwem für sie aufgehoben worden sind. Holland, ja. Und sie haben sie erst nach dem Krieg dann bekommen. Die Bilder waren unheimlich schön. Das war wie ein winziges kleines Museum dort. Und ihre Mutter war eine echt bekannte Dichterin und sie selbst hat auch Gedichte geschrieben. Mhm. Und wir haben vor, ich weiß jetzt nicht mehr wann, also vor etlichen Jahren, haben wir bei unserem Kammermusikfestival auch wieder mal ein Stück von einem Theresienstadt-Komponisten gespielt. Ich glaube, es war der Hans Graser, das Divertimento. Und ich habe gefunden, das braucht eine Einleitung. Das haben wir immer so gemacht, dass wir Musik auch politisch verstehen und das transportieren. Und in dem Fall hat mir die Miriam damals ein Gedicht mitgegeben, das war Glimmer. Ihre Mutter und sie haben nämlich Glimmerblättchen gesammelt und geschnitten, die damals verwendet worden sind für die Flugzeugfenster. Und sie hat ein Gedichtchen über Glimmer geschrieben und ich habe gefunden, ich kann das nicht vorlesen mit meiner Wiener österreichischen Stimme, das passt nicht, und habe dann eine sehr liebe, leider jetzt verstorbene Freundin, Robina Möhring, gefragt, und die Robina hat eine unheimlich tolle Stimme gehabt bei solchen Sachen, eine sozusagen mitteldeutsche Stimme, und die hat es dann vorgelesen, sozusagen in den Klang vielleicht, wie das die Miriam selbst vorgelesen hätte. Und das war ein großer Erfolg. Und das alles sozusagen zur Geschichte dieser Person. Ja, genau, da fällt mir noch ein, dass die Miriam, das wurde im Niederländischen, die haben eben sind von Berlin, wollten eigentlich nach London gehen, ihr Vater war Zahnarzt und hat sich dann entschieden, aus irgendwelchen Gründen, die Familie haben, glaube ich, abgestimmt und haben gesagt, nee, wir gehen lieber nach Holland. Und von dort sind sie eben in Westerbork interniert worden. Und und diese Gedichte, und sie hat eben noch viele enge Verbindungen dann lange zu Leuten, die ihr geholfen haben, wo sie auch nach dem Krieg eine Weile gewohnt haben. Und die wurden veröffentlicht in den Niederlanden. Und ich bin also sowohl dorthin gefahren, auch zu ihrem Haus, wo Stolpersteine inzwischen liegen für ihren Bruder und ihren Vater. Und aber als ich in Israel war, habe ich eine Frau besucht, und so sind eben dann diese ganzen Verbindungen, die da weitergehen, die Miriam Baby gesittet hat in Amsterdam. Das Mädchen war damals, Judith hieß sie, war damals 2 Jahre alt. Und Miriam hat geholfen, dass sie überlebt, also hat sie quasi mit versteckt oder eben geholfen, dass sie versteckt wurde. Und die ganze Familie ist umgekommen, und also deportiert worden nach Auschwitz und umgekommen. Und diese Judith, zu der sie auch immer noch Kontakt hatte bis zum Schluss, oder bis sie, genau, bevor es sie so abgebaut hat, habe ich dann eben besucht. Und es war natürlich ein sehr, sehr eindrucksvolle Begegnung. Ich habe ihr das Buch auch gegeben, weil ihre Geschichte, darüber hat Miriam auch geschrieben, die ist auch hier drin abgedruckt. Also es gibt viele, viele Facetten, wie man merkt, die dann, wenn man einmal so anfängt, ne, dann gibt es viele Bausteine, die da sozusagen... Also eine Geschichte möchte ich jetzt noch erzählen, die kennst du auch nicht, daher für dich neu. Ja, schön. Die Miriam hat ihre Sonderheiten gehabt. Wir waren beim Essen bei ihr und es hat also irgendetwas mit einer Soße oder so irgendwas gegeben.
Und wir haben sie gefragt, ob wir helfen können, dann die Teller hinaustragen. Nein, das durften wir nicht. Man durfte nämlich die Teller nicht übereinander stellen, weil sonst wären sie unten auch schmutzig. Stimmt ja auch. Ja, man muss sie dann von beiden Seiten waschen. Also einzeln. Weil, ist mir in Erinnerung geblieben. Ja. 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 Das war bei der Mehl. Ja, also das gehört sozusagen zum Persönlichen einer ganz bestimmten Kategorie von Menschen. Ja. Haben wir noch etwas? Also, es gibt natürlich noch viel zu erzählen, aber vielleicht machen wir jetzt hier mal soweit einen Punkt. Ja.